Jo Freunde, was geht und herzlich willkommen zum erneuten Video auf dem besten Kanal, den ihr hier auf YouTube finden könnt. In der letzten Zeit kamen wirklich sehr, sehr viele Hauptbahnhof-Videos. Wir befinden uns an einem Wir befinden uns hier gerade vor der Bundespolizei. Man könnte vielleicht denken, ich bin hier einen Tag bei der Bundespolizei gewesen, aber wir sind tatsächlich wieder am Hauptbahnhof. Wieder gibt es hier verrückte Menschen, die ich tatsächlich wieder im Video hatte. Eine Person war tatsächlich nicht fremd. Hatten wir in einem anderen Video schon drin. Sie nennt sich, oder er nennt sich, oder er, sie, es nennt sich Mina. Sehr spontan getroffen. Um natürlich alles Weitere zu erfahren, würde ich euch raten, von Anfang bis Ende dran zu bleiben. Genießt das Video und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ihr wisst, was ihr machen müsst, einfach abonnieren. Die Statistik sieht wieder nicht schön aus. Ich bin sehr erschrocken. So viele Leute schauen den Kanal, aber haben den Kanal noch nicht abonniert. Tut mir wirklich einen Gefallen und holt das nach. Viel Spaß mit dem Video. Ich muss es eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Ich denke, man kennt sie. Ganz kurz, wir müssen einmal hier hin. Das ist zu laut, Digga. What is your name? Milana. And what is his name? Wolfie. With your small head. Wolfgang. Wolfgang heißt er? Yeah. Echt jetzt? Ja. Wolf, du heißt Wolfgang? Tschüss, Digga, mein Nachbar ist auch Wolfgang, aber ihr seht ein bisschen anders aus. Wir haben ja eine ganz bestimmte Person, sollte man eventuell kennen. Wer bist du? Ja, ich bin Mina. Was geht? Wie geht's dir, Mina? Gut, und dir? Ach ja. Gegenfrage? Nee. Ja, gut. Hä? My question, what do you do here? Like, where are you from? I'm from Poland and I study and I work here. How often? What do you mean, how often? How often do you here? Like, ich lebe hier. Ich wohne du lebst hier. Du kannst ein bisschen Deutsch, ne? Ich kann ein bisschen Deutsch. Okay, dann können wir versuchen, ein bisschen auf Deutsch zu drehen. Ich habe gesehen, du standst hier. Hast erstmal kurz eine geraucht. Ja. Was ist der Plan für heute? Nach Hause. Ich komme gerade von Arbeit. Wartet die Frau zu Hause? Ja. Alles gut? Wolltest du mit rein, oder wie? Ein Beat? Ja. Hast du ein Beat? Nee. Du bist frisch geschäft, ne? Wie meinst du das? Ah, ja. Hast du weggemacht? Ja. Ist nachgewachsen gewesen? Schnelle Welle. Kurze Frage, wie rasierst du mal? Mit normalen Männerrasierer, also mit so einem Gillette. Jetzt eine Frage an dich. Du lebst ja hier alleine, ne? Ja. Hast du irgendwie einen Partner aktuell oder bist du auf der Suche nach einem Partner? Wirklich schwer zu sagen. No, I'm single. I don't have anybody. But you don't search like a man on your side? Yeah, I think I do. But it's hard nowadays, you know? But what is hard? Like, why you can't find a boyfriend? I guess that right now in this century, like, women are more masculine and men are more feminine and there's a problem in energies. Du guckst mich die ganze Zeit an, ne? Die ganze Zeit sehe ich. Ja, soll ich weggucken oder was? Das ist ja respektlos. Vielleicht gehst du zum Freund, dann macht ihr bestimmt, keine Ahnung, chillt ihr ein bisschen? Ja, chill. Oh, was gelächelt gerade? Ich hab doch gar nichts gesagt. Nein, nein, ich muss gerade zweideutig denken. Egal, scheiß drauf. Nein, ihr macht das ja sowieso nicht. Was? Wir können uns, glaube ich, den Part denken, ne? Jetzt ist nur die Frage, Oh, jetzt gehen mir wieder viel zu viele Fragen durch den Kopf, ne? Tatsächlich das erste Mal, dass ich hochschauen muss. Man denkt vielleicht, dass die Dame auf einem Hocker steht, aber das ist tatsächlich deine richtige Größe, ne? Ja. Wie heißt du? Kim. Kim, Kim, warum bist du so groß? Ich weiß es nicht. Als ich dich gesehen habe, ne, du bist sofort aufgefallen, du hast richtige Modelstatur. Dankeschön. Warst du schon bei JNTM? Nein. Aber Kim, jetzt Spaß beiseite, hast du da irgendwie, keine Ahnung, so eine Krücke oder so unter? Bist du wirklich so groß? 1,90. Wer ist diese eine? Universal Soldier. Ich sitze zu Hause und schreibe die Verse auf den Sofa. Mittlerweile bist du ein perverser Opa. Von mir gibt es Merchandise und diverse Poster. Und du dummer Toy begreifst nicht. Ich bin dieser Typ von Zelle 139. Sonny Black, es ist Southside. Ihr seid wie Desperate Housewives. Weil ihr nicht verkauft, nein, Big City Life. Der Razor kommt jetzt in mein Picknick vorbei, hier. Dankeschön, Bruder. Ja, jetzt ist der tatsächlich schon weg. Normalerweise wartet man eigentlich immer auf das Feedback. Was würdest du sagen? Jetzt sind wir allein, jetzt kannst du auch die Wahrheit sagen. Ey, ich stehe nicht auf Rap. Was steht heute mit dem Freund an, allgemein? Vielleicht noch was essen gehen, er wollte mich einladen. Wenn du jetzt mit deinem Freund unterwegs bist oder man ist mit seiner Freundin unterwegs, hat man ja immer Gesprächsthemen. Man redet. Was sind eure Gesprächsthemen? Über was redet ihr am meisten, du und dein Freund? Über uns, über den Kampf. Tschüssi, was war das denn? Über den Charakter und eigentlich so, wenn ich mit ihm draußen bin. Ach so, warte mal, ihr setzt euch hin. Ganz kurz, damit ich mir das bildlich vorstellen kann. Du stehst da, ne? Wir tun jetzt so, als würden wir sitzen. Ich komme jetzt gerade, hallo, hi. Ich sitze jetzt auch, wir stehen hier voreinander. Und wir warten, bis das Essen kommt und natürlich unterhalten wir uns. Und ihr unterhaltet euch dann über Charakter und so? Ja, normal. Und mehr eigentlich nicht. Oder wie ich aussehe. Oder manchmal ist es auch sehr eifersüchtig und sagt, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs war, frag mich immer so, na, warst du alleine oder mit irgendwelchen Jungs? Also dann immer so diese, wenn ich schön essen gehe, dann immer so manchmal so die Laune und wo ich mir denke, okay. Da denkt man sich so, wäre man lieber nicht essen gegangen, ne? Ja, ist so. Das Ding ist, kontrolliert er auch dein Handy? Nein. Ich darf halt eigentlich kein Social Media haben auf dem Handy, aber ich hab's trotzdem. Kein Social Media? Nee, darf ich nicht, aber ich mach's trotzdem. Ja, weil ich persönlich bin jetzt auch nicht der Fan von Social Media. Ich würde auch sagen, lieber ein bisschen davon distanzieren. Ja, er ist halt oldschool. Er hat halt nur YouTube und WhatsApp. Mehr hat er nicht. Und er sagt so Insta. Amnon, wie kannst du YouTube haben und das Video noch nicht gesehen, Digga? Ja, das frage ich mich auch. Wie hieß dein Freund nochmal? Onur. Hat seinen Account auch Onur als Name? Weiß ich nicht. Bestimmt, weil ich habe jeden Onur bei mir auf YouTube, habe ich jeden Onur gesperrt. Und kein Onur, der sich mit YouTube, also Onur, einloggt, der kann das Video nicht sehen.
Okay, vielleicht deswegen. Oh, mein Englisch war noch nie so schlecht, ne? Aber egal, wir tasten so langsam an. Weil Wolfgang macht mich ein bisschen nervös, er guckt mich die ganze Zeit an. What make a real man, in your opinion? In my opinion, a real man is a man who wants to protect, provide. And there's another P word, because there's a rule for 3P or whatever. The triple like P rule, yeah. Yes. I heard one time. Protect, provide. I don't remember. Progressive? No. Hast du textlich verstanden, was er gesagt hat? Nein, habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe es tatsächlich auch nicht wahrgenommen. Ich habe nur Zelle 139 gehört oder so. Das heißt, der war wahrscheinlich für eine lange Zeit auch im Urlaub, im anderen Urlaub, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Was anderes habe ich aber auch nicht verstanden. Ich auch nicht. Meine Bewährungshilfe hat das auch gesehen. Sie dachte sich auch nur so, Mina, willst du mich eigentlich verarschen? Ich so, ja, warum? Ja. Bewährungshilfe? Ja. Guck mal, da kommen wir jetzt wieder auf ein ganz, ganz anderes Thema. Straffällig. Warum ist Mina straffällig? Ja, ich bin früher irgendwo eingebrochen und ich habe früher viel geklaut mit anderen Leuten und ja. Damit wir nochmal zurückkommen auf die Frage Charakter. Also ihr unterhaltet euch sehr viel über den Charakter. Wie kann ich mir das Gespräch vorstellen zwischen euch beiden? Dramatisch und laut. Weil er ist ja auch ein bisschen älter, er ist ja 30 Jahre alt, ne? Ja, der hat sehr viele Sachen anzusprechen, wo ich eigentlich gar nicht ausweichen kann manchmal. Und manchmal sage ich was und er versteht es falsch, obwohl ich das gar nicht so meine, weil ich halt jünger bin und er ist älter. Er, ja, wie soll ich das sagen? Da wird er wahrscheinlich direkt Terrafenty, ne? Ja, genau. Und ich kann das halt gar nicht ab. Und dann werde ich nämlich lauter und dann sagt er, okay, ihr Frauen seid so, Frauen müssen leise sein. Frauen haben keine hohe Stimme, wo ich mir denke, nee. Oder tiefe Stimme. Stell dir mal vor, ich bin jetzt dein Freund. Ich weiß, ich bin ein bisschen jünger, ich sehe auch nicht so gut aus wie er. Du hast den gleichen Bart tatsächlich wie er. Scheiße, ehrlich jetzt? Richtig. Scheiße, nicht, dass du gleich, nicht, dass du mich umarmst so aus Reflex oder so. Ich bin nicht der Freund von dir, ne, damit du weißt. Mina. Du bist ein Spargel. Einfach mein Kopf geht, glaube ich, bis zu ihren Schultern, ne? Wenn man so guckt, so zack. Krass. Du, die kann jedem auf den Kopf spucken, ne? Gott, war die groß, oder? Die war richtig groß. What is your last words to the man's which looking to you? Also, wenn die dir in die Augen schauen überhaupt. Don't ask for my Snapchat or Instagram. Have a nice one. And Wolfgang, bleib immer ruhig. Ich schwöre, du bellst immer die größeren Hunde an, ne? Dich isst man bald. Wenn nicht ein Hund, dann ich. Tschüss. Thank you so much. Stell dir aber jetzt mal vor, ich bin der Typ. Ich bin dein Freund. Wie redest du mit mir? Ja, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit andere Frauen anzugucken? Ich habe doch gar keine anderen Frauen angeguckt. Doch, hast du. Warum redest du so laut? Weil Frauen sollen nicht so laut reden. Das ist für dich laut sprechen. Soll ich, kann auch laut reden, wenn du willst. Rede doch lauter. Nee, mach ich nicht. Ja, merkst du, ne? Fernbedienung, stumm mach ich dich. Leiser und leiser und leiser. Das war so ein scheiß Argument, ne? Weißt du was? Du kackst mich richtig an. Ja, du fuckst mich auch ab. Weißt du, was ich an dir nicht mag? Diese Art. Also so sieht ungefähr, ne, damit ihr das versteht, so sieht ungefähr das Gespräch zwischen Mina und ihrem bald in der Rente gehenden Typen. Wäh, Digga. Mach den hier. Das kann ich jetzt nicht machen, so dieses... Jobzeichen. Wer ist das? Da, guck! Ist das dein Freund? Nein, das ist nicht mein Freund, das ist irgend so ein Typ. Was geht, alles gut? Wolltest du sie anmachen, Bruder? Quatsch. Ja, geh mal weiter jetzt. Ja, fahr mal weiter, Junge, bist du dumm? Wer bist du denn, Digga? Scheiß Eschek. Kennst du ihn? Nein, Mann, Junge, kenn ich nicht. Aber ihr habt das Gefühl gehabt, ihr kanntet euch irgendwoher. Nein, nur weil er dieses Zeichen gemacht hat, dachte ich mir auch gar nicht. Was hat er für ein Zeichen gemacht? Ja, Blowjob. Blowjob-Zeichen. Einer Tollwut. Can I hold it? That's the first time that I hold a dog. Really? I swear, I hold the first time a dog. Don't piss off me. Very nice. Bruder, bei Gott, ne, das war das erste Mal, dass ich einen Hund getragen habe. Ne? Normalerweise bei mir ist das Problem, ich liebe Hunde, ich liebe Katzen, aber ich kann sie nicht auf den Arm nehmen. Weil ich weiß nicht, warum, irgendwas hindert mich daran. Ich kann sie einfach nicht auf den Arm nehmen. Und jetzt habe ich mich tatsächlich einfach mal überwunden. Aber jetzt? Hast du irgendein Foto, wo du nicht rasiert bist? Ja, das würde mich richtig interessieren, ich schwöre auf alles. Also tatsächlich so ein Passbild, aber das will ich zeig nicht zeigen. Zeig mal bitte. Zeig mir. Ich versuche so gut wie möglich zu beschreiben. Passfoto Mina mit Bart. Ich muss mal mental erstmal klarkommen, Digga. Irgendwo festhalten kurz. Warte mal. Mina mit Bart? Okay, warte. Ich bin bereit. Was ist das für ein Pass? Nein, Mann, das sieht man gar nicht. Tschüss, Digga. Digga, du hast einfach 3 Tage Bart gehabt da, ne? Ich hab nur 3 Tage Bart. Nach 3 Tage Bart rasiere ich auch direkt wieder. Okay, wenn ich jetzt drinnen bin, dann brauche ich mich nicht unbedingt zu rasieren, weil mein Freund nämlich so wie ich bin, aber ich rasiere trotzdem. Und er dann immer so, warum rasierst du dich? Für wen rasierst du dich? Oder auch, für wen schminkst du dich auch immer? Das ist die Hauptfrage, wo ich mir denke... Weißt du, aber weißt du, was ich mich jetzt gerade frage? Ist das nicht problematisch, wenn ihr euch als Beispiel schmust oder küsst? Kriegt er nicht diese Stoppeln ab? Nee, weil ich rasiert bin dann. Meistens rasiere ich mich eigentlich immer. Also das ist dann immer glatt. Ja, genau. Und dann komme ich eigentlich relativ schnell. Warum guckst du mich die ganze Zeit an? Ich guck dein Bart an. Du guckst dich mein Bart an, du hast mir in die Augen geguckt. Ich hab dich erwischt. Ach, scheiße. Egal. Du weißt selber, wir sind jeden Tag hier. Ich schwöre, wir sind jeden Tag hier. Geh mal, also ich wollte gerade sagen, geh mal arbeiten, ne? Eine Sache, die mich vielleicht noch interessieren würde, die vielleicht auch zum Abschluss dieser Szene ganz gut wäre. Wenn dein Mann jetzt zugucken würde, deine letzten Worte an deinen Mann. Ja, Schatz, ich würde dich niemals mehr betrügen oder so. Und sei bitte jetzt nicht eifersüchtig. Das ist einfach Social Media. Das ist 2000. Das ist Social Media, also das ist wirklich nur Arbeit, ne?
Ja, das ist 2024 und nicht 1990. Da, wo er geboren ist, ne? Ja. Mina, ja. Ich will dich nicht aufhalten. Du hast eigentlich nur 2 Minuten Zeit, deswegen mussten wir das schnell auf Hektik machen. Pass auf dich auf. Base dürfen wir eigentlich... Warum gibst du mir Base? Ich wollte dich testen, Mann. Dein Freund, du musst stabil bleiben. Bleib doch...